Herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Ghosts. Aber nicht auf die Art wie diese Männer. Wir haben gerade einen Kameraden verloren. Sind jetzt auf dem Rückflug. Fliegen jetzt nach Hause. Papa hat gesagt, wir sollen nach Hause kommen und ein Mischbrot mitbringen. Und Vollkornbutter. Oder so ähnlich. Und wieder griff uns die Föderation an. Natürlich. Mein Gott, wo kommt nach 10 Jahren Krieg dieses Material noch her? Ist der Wahnsinn. War unser Vater. Wir mussten ihn finden. War unser Vater. Lu, du bist kein Vater. Ich bin Vater. Das da ist nicht Vater. Na gut. Fliegen wir denn nun nach Hause zu Papa? Hat er ja gesagt, werden wir ja machen. Ich hätte das Spiel vielleicht doch auf meiner SSD installieren sollen. Und nicht auf einer randvollen mechanischen Platte. Ja, randvoll tatsächlich. Von den 960 GB belegt mein Steam-Ordner irgendwie 920. Heimkehr heißt die Mission. Naja, passt doch. Na super. Wie können wir helfen? Geht an die Front. Auftrag, erreichen Sie die Front. Ist das hier der Erste Weltkrieg? Kommando, Viking hier. Seid ihr noch da? Bestätigt, Viking. Aber nicht mehr lange. Ihr müsst den Stand verstärken. Wir sind unterwegs. Wie wackelt das hier ganz schön? Meine CPU sagt mir übrigens auf dem zweiten Bildschirm gerade 14% Auslastung im Schnitt. Und meine Grafikkarte edelt so bei 40% rum. Na, mach mal. A10 Drohnen. Na gut. Hallo, ich will hier. Na also. Die Helikopter jetzt abschieße oder nicht? Ich habe so viel Feuerkraft, das Ding heizt auch nicht auf und nichts. Feindliche Artillerie kommt! Festhalten! Festhalten ist eine super Idee bei Artillerieeinschlägen. Erstmal jetzt Kopf einziehen, rennt um euer Leben. Oder nicht mich, er hat geschossen. Oh. Ui. Also der Pilot ist mutig von dem Hubschrauber. Muss man mal so sagen. Und zu blöd zum Zielen. Aha. Gehen wir uns mal auch positionieren, wa? Was anderes noch? Oh ja. Jetzt aber. War das nicht Drohnen? Mal 10 als Drohne? Ja gut, warum nicht? Wobei natürlich diese Stuka-mäßigen Angriffe schwierig werden. Das war jetzt im Nachhinein betrachtet nicht so clever. Die Drohnenverteidigungsteams berichten massive Verluste und brauchen Unterstützung. Verstanden! Wählen Sie mich durch! Ist von allen Seiten auf Ziel! Wann kommt ihr? Sind durch die Gräben unterwegs! Wartet noch, wir sind fast da! Achtung, defensive Einheiten! Verbündete kommen durch die Gräben zur Drohnensteuerung. Kontrolliert Feuer! Hey, was soll das? So. Feindliches Overcraft nähert sich unserer Position. Die Frontteams müssen es verschieben. Verstanden. Sie wurden informiert.
Es ist ja... Ich bin zum Schweigen verdammt, muss ich sagen. Den einen oder anderen wird das jetzt freuen. Es geht hier ja irgendwie wirklich nur... Es ist Call of Duty. Es geht hier nur ums Ballern. Hilfe! Nein! Das war jetzt un... Hilfe! Okay, dass man den zurückwerfen sollte man wirklich nur dann machen, wenn auch da steht, zurückwerfen. Das war jetzt wieder blöd. Und warum um alles in der Welt konnte ich hinter diesem Sand auch nicht weg? Wieder das gleiche. Ich bin so dusselig. Aber es hat funktioniert. Ist da irgendwo ein Nest? Wachsen die nach oder was? Ach, ihr seht mich ganz aufgeregt. Warum auch immer ich das mache. Ich habe keine Ahnung. Da gibt alles überhaupt keinen Sinn hier für mich. Ich bin zu alt. Ich habe die Reflexe nicht. Ich kann hier nicht 360 no-scopen. No-scope mache ich höchstens beim Autofahren. Ohne Brille. Auch nicht so gesund. Oh, ich darf wieder. Natürlich. A10-Drohne. Tatsächlich. Als Tatsache als Drohne. Ist ja süß. Drohne mit Glascockpit. Niederlich. Kann man ja mal machen. Ich entdecke gerade ein stilistisches Mittel wieder. Die Feinde haben ja alle so eine riesigen Kampfhelme mit Visier auf. Diese Kampfhelme sind schwarz und glänzen. Das hat dieselbe optische Wirkung wie die Wehrmachtshelme in den allerersten Call of Duties. Woran ich immer am schnellsten erkannt habe, dass das Feinde sind, waren die Helme. Oh, Jetzt weiß ich auch, was die mit Hovercrafts wollen beim Militär. Jetzt der Sinn nie so richtig... Es hat mich nie erfüllt. Na denn. Hi. Noch einer! Das ist doch albern. Ach. Na denn, er wollte es ja so. Unhöflich. Dafür ist man also ein Ghost. Na gut, aber ich würde jetzt im richtigen Leben auch keinen Gegner haben wollen, der, wenn ich ihn dann endlich mal erschieße, nachdem er 10 Kugeln gefangen hat, 10 Meter dahinter einfach wieder auftaucht. Nach 5 Sekunden. Es ist immer noch für alte Leute ohne Reflexe wie mich besser als Quake oder Doom oder sowas, weil die verzeihen so eine Fehler nicht. Da brauchte ich meine Teenager-Reflexe, als das neu rauskam. Da war ich ja dann auch noch jung und knackig. Heute knack ich nur noch. Oh, Hilfe. Ah! Bin noch dabei. Und das viele schöne Material. Ach. Dem ehemaligen Logistiker in mir blutet das Herz. Aua! Aua! Nehmt dies. Oh, nein. Ich will hier weg. Weg. Ach, Glück gehabt.
Warum, wenn da eine Granate liegt, bin ich immer in der Bewegung behindert? Also es ist so, dass dann die Knöpfe scheinbar nicht mehr reagieren, oder ist das meine Dummheit? Das soll meine Dummheit sein, aber... Ey, Kollegen. Was krass ist, dass die immer noch Luftunterstützung haben, Drohnen haben. Ich weiß, das ist alles for the sake of effect, aber das ergibt alles keinen Sinn für mich. Hi. Es ist super in Szene gesetzt. Aber das sind für mich so die Realitätsbrecher. Ich weiß, es ist ein Call of Duty, aber... Na? Scheiße, du blutest. Sieht schlimmer aus, als es ist. Weißt du doch nicht. Hi, Jungs. Okay, Kick, hol uns hier raus. Hey, dann wollen wir mal. Wir haben uns gerade gerettet. Am gut klar. Am Arsch. Genau. Ihr alle. Am Arsch die Räuber. Wir müssen zurück nach Santa Monica. Wer ist er denn? Wir gehen nicht ohne ihn. Das ist wirklich bewundernswert. Oh. Euer Vater ist nicht mehr dort. Den schlechten Synchronsprecher kenne ich doch. Ja, genau. Die Jungs wissen nicht, wie schwer mir das gefallen ist. Aber wenn ich mich entscheide, war's das. Du und dein Bruder müssen noch viel lernen. Aber ihr habt alle Tests bestanden. Tests. Willkommen bei den Ghosts. Ich habe die Allianz nur als Test einmarschieren lassen. Ich wollte nur wissen, ob ihr würdige Söhne seid. Ich bin stolz auf euch. Na, immerhin. Auf euch beide. Alles schön und gut. Aber was zum Teufel machen wir wegen Rock? Rock. Das ist der Typ, den Ghosts. Genau. Ja, er ist gut. Sehr gut. Sind er denn da Partygranaten? Immer schönes Muster. Der weiß, wie wir arbeiten. Luftschlangen drin, wa? Er war einer von uns. Nein. Meine Fresse. Na dann mal bis zur nächsten Mission.